Das ist Clemens Gustav. Die Autos bekommen bei uns Namen. Es ist ein Käfer Cabrio von 1976, einer der letztgebauten von Karmann in Osnabrück. Der Motor hat 50 PS, das reicht vollkommen aus, obwohl die Karosserie recht schwer ist. Der Käfer wird am liebsten gebucht von Brautleuten im Alter 25 bis 35 Jahre. Gerne aber auch noch von denjenigen, die ihren Führerschein damit gemacht haben oder die dann als letzte Fahrt von der Arbeitsstelle nach Hause mit ihrem Käfer in Rente fahren dürfen, weil die erste Fahrt auch mit einem Käfer zum Arbeitsplatz geführt hat. Ich selbst fahre das Auto ganz gerne, weil es sehr handlich ist. Das Auto ist sehr beliebt, weil es wirklich der Klassiker schlechthin ist. Das Auto fährt sich sehr zuverlässig, ist auch sehr einfach in der Reparatur. Und auch heute gibt es noch fast alle Ersatzteile, die man zur Reparatur und Pflege dieses Autos braucht. Das macht eigentlich den Reiz aus. Deshalb ist der Käfer und auch das Käfer Cabrio auch noch sehr hoch im Kurs und sehr beliebt bei Oldtimer-Fans. So, das ist ein kleiner Ausschnitt meiner Flotte. Mit dem größten VW-Bus fange ich mal an. Der bietet ideal die Möglichkeit, auch heute noch Urlaub zu machen mit Familie. Mit meiner Tochter war ich damit bis nach Südfrankreich und in die Bretagne gefahren. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich den größten Spaßfaktor wie im Go-Kart mit dem Triumph Spitfire 1500. Offen zu fahren, auch bei minus 2 Grad durch die Eifel, haben wir alles schon mal mitgemacht. Der absolute Klassiker ist natürlich der VW Käfer, wie ihn hunderttausendfach früher die Familien gefahren haben, selbst bis über die Alpen nach Italien. Und wenn wir schon beim Thema Italien sind, habe ich auch noch eine kleine Vespa-Roller. Und eignet sich besonders auch für diejenigen, die keinen Führerschein haben, weil es mit 50 Kubikzentimeter als Mofa fahrbar ist. Ja, der Käfer ist ein wunderbares Auto und so begehrt. Aber es gibt nicht nur Käfer auf dieser Welt. Es gibt so viele schöne Autos. Es sind die Autos, die die Familien im Alltag genutzt haben und nicht unbedingt die großen Luxuskarossen, die die Welt der Automobile verschönern und an die man so tolle Erinnerungen halten.